Herzlich willkommen bei Kiefer Coaching. Heute geht es um das Thema Burnout bei Ärzten. Und zwar gab es eine Meta-Analyse, was Ärzten helfen kann beim Burnout. Diese Untersuchung wurde durchgeführt in Rochester zur Linderung des Burnout-Syndroms bei Ärzten, das im zunehmend komplexeren Gesundheitswesen der mit seinen gestiegenen Anforderungen immer häufiger beobachtet wird, wurden in Studien sowohl organisatorische Veränderungen am Arbeitsplatz als auch individuelle Therapiehilfen untersucht. Die Wirksamkeit beider Maßnahmen war laut einer Meta-Analyse im Lancet 2016 jedoch begrenzt. Demnach war es so, viele Ärzte kennen die Kombination aus emotionaler Erschöpfung, Depersonalisierung, also Zynismus und Distanziertheit und dem Gefühl verminderter Leistungsfähigkeit, die als Burnout-Syndrom bezeichnet werden. Es gefährdet ja nicht nur die Gesundheit der betroffenen Mediziner, sondern auch die Versorgung der Patienten. Doch ein einfaches Erfolgsrezept, wie Ärzte ihr emotionales Gleichgewicht und ihre Professionalität zurückgewinnen können, scheint es laut der Studie nicht zu geben. Von den 15 randomisierten klinischen Studien und 37 Kohortenstudien, die Colin West von der Mayo Clinic in Rochester in einer Meta-Analyse zusammenfasst, erzielte keine ein durchschlagendes Ergebnis. In den meisten Studien konnten jedoch die Symptome des Burnouts etwas gelindert werden. Dies traf einmal für strukturelle Interventionen am Arbeitsplatz zu, die in 3 randomisierten klinischen Studien und in 17 Kohortenstudien untersucht wurden. Darunter waren Maßnahmen zur Verkürzung der Arbeitsschichten oder die Vermeidung häufiger Rotationen in der Ausbildung oder eine Reihe von Veränderungen im klinischen Arbeitsablauf. Auch individuelle Hilfen wie Beratungen in kleinen Gruppen, Kurse zum Stressmanagement oder auch Meditationsübungen, also achtsamkeitsbasierte Ansätze, die sich in den USA einer hohen Beliebtheit erfreuen, sind beim Burnout-Syndrom wirksam. Zunächst ein kleiner Hinweis noch, diese individuellen Hilfen, also Beratungen in kleinen Gruppen oder auch im persönlichen oder telefonischen Gespräch oder per Videokonferenz etc. Dann der Bereich Stressmanagement sowie auch Meditationsübungen werden von Kiefer Coaching angeboten. Sogenannte achtsamkeitsbasierte Ansätze, die sich eben wirklich auch großer Beliebtheit in den USA erfreuen und beim Burnout-Syndrom sich als wirksam erwiesen haben. West ermittelt einen Rückgang der Burnout-Syndrome im Maslach-Burnout-Inventory von 54 auf 44%, also ein absoluter Unterschied von 10 Prozentpunkten. Veränderungen im Arbeitsalltag erzielten mit einem Rückgang um 12 Prozentpunkte etwas bessere Ergebnisse als individuelle Beratungen oder Psychotherapien, ohne der sich der Burnout-Score um 6% verminderte. Ja, dann noch ein Hinweis. Es gab ja diesen Burnout-Kongress mit verschiedenen Ärzten, Professoren, Coaches, also sehr, sehr erfahrenen Leuten im Bereich der Burnout-Prävention und Burnout-Begleitung. Da kleiner Hinweis dazu, der kann also angeschaut werden, der kann gebucht werden, so dass man die Möglichkeit hat, zu jeder beliebigen Zeit über das Internet sich diese Konferenz anzusehen. Das ist eigentlich ein sehr guter Tipp, weil man sich von der Zeit her sehr gut einteilen kann und auch ja relativ günstig ist, ja eigentlich sehr günstig ist. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und mein Name ist Holger Kiefer von kiefer-coaching.de. Sie können sich gerne an mich wenden. Ich biete Beratungen an, wie gesagt, per Telefon, per E-Mail, über Skype, über WhatsApp, es gibt einen eigenen Mitgliederbereich
wo die Inhalte wie Meditationen, wie Körperübungen etc.